Herr Professor Leonhard, wir sprechen heute über das Erbe der Revolutionen und über Sie natürlich. Im Norden und Osten des Punktes, wo wir sitzen in Wien, brechen die Ideologien zusammen. Und nicht nur Sie, sondern die sind schon tot, aber die Wirtschaft geht in Konkurs. Sagen Sie, Herr Leonhard, von welchem Erbe dieser großen Revolution kann man denn heute überhaupt da noch sprechen? Ich glaube, man kann da überhaupt nicht von Erbe einer Revolution sprechen. Was zusammenbricht, ist nicht die Revolution. Was zusammenbricht, ist ein veraltetes, ungerechtes, bürokratisch-diktatorisches System, deren Führer dies Ganze als realen Sozialismus zu bezeichnen beliebten. Ein System, das unfähig war, die wirtschaftlich-technologische Entwicklung zu garantieren, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Konsumgütern zu ermöglichen. Ein System, das unfähig und unwillig war, die Menschen an die Probleme der Gesellschaft heranzuführen und mitwirken zu lassen und unfähig, die moralisch-ethischen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Dieses System bricht zusammen und ist zusammengebrochen. Trotzdem, für mich ist es was Positives. Es ist ein Aufbruch. Und ich bedauere, dass in den Medien Europas immer nur der Zusammenbruch gesehen wird und nicht der Aufbruch, die Erneuerung, ein Sieg der Demokratie, der Menschen, die jetzt etwas Neues, Besseres, Freieres, Toleranteres und Humanes wollen. Herr Professor Leonhard, die Antwort ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Der Preis für diesen Aufbruch war zu hoch. Den haben nicht wir im Westen entrichtet, aber die 300 Millionen Russen und noch zig Millionen sogenannter Satelliten, die haben den Preis gezahlt für diesen Aufbruch. Und das, glaube ich, ist das Tragische. Das Tragische ist, dass diese Menschen den Preis bezahlt haben. Ich habe ja auch 10 Jahre in der Sowjetunion unter Stalin gelebt, 4 Jahre von 45 bis 49 unter Stalin und Ulbricht in der Sowjetzone Deutschlands. Der Preis war entsetzlich, den man zu zahlen hatte. Und das Tragische ist, dass das alles so spät gekommen ist, dass das nicht schon in den 30er oder 40er Jahren war oder wenigstens 1956. Dass leider da mit Ausnahme von Polen und Ungarn eben das nicht ging und dann auch das kaputt gemacht wurde. Und meine letzte große Hoffnung, mit der ich vollkommen konform ging, war der Prager Frühling von 1968. Wenn damals im gesamten Ländern des Ostblocks ein Durchbruch gekommen wäre, hätten wir heute einen humanistischen, demokratischen, toleranten Sozialismus. Aber das ist heute vorbei. Seit 1968 sind wieder 22 Jahre vergangen. Solidarność in Polen 80 und 81, dann der Beginn der Sowjetreform 85. Und erst jetzt kommt es. Und das Tragische ist, dass es so spät gekommen ist. Das Wunderbare ist, dass es überhaupt gekommen ist. Und die großen Befreiungsbewegungen sind für mich wahrscheinlich das Wichtigste und Bedeutsamste, im Geschichtlichen zumindest, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Aber Herr Leonhard, glauben Sie nicht, dass die Art dieses Systems mit der Revolution sehr wohl zusammengehangen hat? Ja, das, Herr Dr. Krause, ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich würde doch annehmen, dass die Bolschewiki des Jahres 1917, obwohl sie keine Demokraten waren und ich sie nicht idealisieren möchte, doch den Glauben hatten an eine bessere Welt, das waren keine korrupten Diktatoren, den Glauben an eine bessere Welt, deren sich wirklich engagiert haben, ihr Leben dahingegeben haben. Und ich würde doch einen Unterschied machen zwischen den Revolutionären von 1917 und den stalinischen diktatorischen Bürokraten, die dann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre das Schicksal der Sowjetunion bestimmten. Ich leugne nicht, dass es gewisse Zusammenhänge gibt, aber ich kann mich mit Solzhenitsyns Auffassung eines angeblichen Gleichheitszeichens der leninschen Revolutionäre mit stalinischen Diktatoren nicht befreunden. Ich würde doch hier eine gewisse Differenzierung vornehmen.
Für mich ist das Unglück, die Tragik, der Terror, die Unterdrückung, das ist das Werk der Bürokraten gewesen, die mit Stalin seit Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre dann tragischerweise das Schicksal der Sowjetunion bestimmt haben. Nun sagen Sie, Herr Leonhard, Sie sind doch mit 10 Jahren als Sohn Ihrer Mutter, die eine engagierte Kommunistin war, Aktivistin war, zu den kommunistischen Pionieren beigetreten. Sie haben also sozusagen die, eine ganze Reihe von großen, berühmten Revolutionären in der Küche kennengelernt, als Kind, im Kaffeehaus, als Bub. Sagen Sie, was hat eigentlich diese ungeheure Faszination des Kommunismus ausgemacht? Was war das, dass diese Revolution stattfand? Ja, wissen Sie, Herr Dr. Kraus, heute, wenn man das alles im Zusammenbruch sieht, gerade für jüngere Menschen ist das alles schwer verständlich, aber ich glaube, man muss es wissen, wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts wissen will. Meine Freunde und ich, die also in den 30er Jahren und 40er Jahren dann überzeugte Kommunisten waren, woran haben wir geglaubt? Wir haben geglaubt, dass es eine wissenschaftliche Weltanschauung gibt. Dass der Marxismus-Leninismus nicht eine politische Auffassung ist, sondern eine wissenschaftliche Theorie. Also die Wahrheit. Die Wahrheit, und zwar die wissenschaftliche Wahrheit. Wie Physik, Mathematik, das ist, so ist es. Naturgesetz. Die Geschichte der Menschheit, das sind 5 Gesellschaftsordnungen. Urkommunismus, Sklavenhalter, Feudalen, Kapitalismus und jetzt der Übergang zum Sozialismus und späten Kommunismus. Das ist gesetzmäßig. Aber durch aktives Handeln kann man den historischen Prozess beschleunigen. Und die einzige politische Partei der Welt, die aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen tätig ist, das sind die Kommunisten. Sozialdemokraten, Christen, Liberale, Konservative, die behaupten ja selbst keine richtige Ideologie zu haben. Das sind Interessengruppen. Die können durchaus mal ein paar fähige Leute darunter sein, aber wir Kommunisten, wir haben den Schlüssel zur Geschichte. Wir wissen, was los ist in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese bürgerlichen Leute können vielleicht bessere Ärzte sein oder Astronomen oder Architekten, da kann man sie mal heranziehen dazu. Aber wissen tun nur wir, wie es geht. Die anderen sind wie eine Nussschale im Ozean, die wissen die überhaupt nicht. Und dieser Glaube, dass es eine Gesetzmäßigkeit in der Geschichte gibt, dass der Marxismus-Leninismus die einzige Wissenschaft ist, die diese Gesetze kennt, die kommunistischen Parteien die einzige Organisation, die diese gesetzmäßige geschichtliche Entwicklung zur höheren Stufe eines Sozialismus und Kommunismus bringen wird, das ist es eigentlich, was uns damals so überzeugt gemacht hatte. Wobei hinzukommt, dass wir immer nur langfristig dachten. Langfristig dachten und für riesige Gruppen dachten. Unvergesslich der Direktor der SED-Parteihochschule. Auf der Parteihochschule beschäftigen wir uns nur mit Sachen, wo mehr als 1 Million Menschen aktiv tätig sind. Kreisparteischulen können mit 50.000 auskommen, aber nur 1 Million, nur mit diesen riesigen. Persönliche Schicksale ist doch völlig unwichtig. 1 Million. Dann diese bürgerlichen Parteien, die leben doch nur in der Tagespolitik. Das ist alles lächerlich. Wir denken in Jahrzehnten. Und vorübergehend kann es mal Niederlagen geben und Missstände und auch Fehler örtlicher Funktionäre. Aber die Wissenschaft ist richtig. Langfristige Tätigkeit, langfristige Zielsetzungen. Es ist, glaube ich, das, was die Menschen, die damals an sowas geglaubt haben, befähigten, Leiden und Entbehrungen und Ungerechtigkeiten auch von den eigenen Genossen einfach auf sich zu nehmen, weil letzten Endes, einem Lieblingswort von Kommunisten, ist es eben doch richtig, die Sache, wie wir damals sagten. Das erinnert mich doch sehr, wenn auch natürlich in einer entsprechenden Perversion, würde ich sagen, an die Kirche, die ja auch in Jahrhunderten denkt. Die Kirche kann Rückschläge erleiden, aber geplant, gedacht wird in Jahrhunderten bis zur Ewigkeit hin. Aber das, was Sie sagen, ist natürlich von einer bestechenden Einfachheit. Aber liegt nicht eben in dieser Einfachheit schon der Keim des Scheiterns? Denn so war es ja nicht. So ist es ja nicht. Ja,
Nun kommt noch was dazu, Herr Dr. Kraus. Bestechende Einfachheit ist, wenn ich das in 2 Minuten zusammenfasse. Aber im Kommunismus stalinscher Prägung gab es unterschiedliche Ebenen. Da gab es die Massenagitation, was so die Pravda schrieb oder Neues Deutschland oder die österreichische Volksstimme oder so. Das war, also da lächelten auch wir manchmal drüber. Dann gab es die erste Stufe der Schulung, die zweite, die dritte und immer höher und höher, bis man zu einer Parteihochschule oder der Kominternschule kam. Und da wurden dann immer auf einer immer höheren Ebene neue Argumentationen gefunden. Und dann war es eben nicht so einfach. Denn wir hatten eben doch 55 Bände von Lenin, 40 Bände von Marx und Engels. Da, wenn man einmal die von mir beschriebene Grundtendenz aufnimmt, kommt man immer mehr und mehr und mehr auf Ebenen, die dann scheinbar immer eine neue, höhere Rechtfertigung geben. Man darf den Kommunismus nicht nur nach der Massenagitation beurteilen, sondern man muss dann auch sehen, dass jeder Zweifel wurde dann wie in einer Spirale aufgefangen und mit neuen, höheren Argumenten wieder ersetzt und ergänzt. Nun, Sie sind ja diese Leiter aufgestiegen, nicht wahr? Und zwar sehr hoch bis zur Kominternschule. Sie haben schon ziemlich hoch angesetzt, würde ich meinen, durch Ihre Mutter und Ihre Herkunft, ja, aus den inneren Parteikreisen. Aber Sie haben doch diese Kominternschule in Moskau besucht und die dann emigriert oder die dann nicht versetzt wurde, irgendwo nach Sibirien oder ich. Ja. Wer hat das alles zusammengedacht? Wenn Sie so sprechen, dann würde man doch meinen, dass da, also eben viele Jahrzehnte lang, nach die besten Köpfe Tausende, Zehntausende an einem solchen System gebastelt haben, um diese verschiedenen Ebenen tatsächlich zu realisieren. Wer war das? Ich glaube, das hierarchische System und die dogmatische Art, in denen der Marxismus-Leninismus auf den unterschiedlichsten Stufen unterrichtet wurde, das hat der an und für sich primitive Stalin eingeführt. Stalin hat ja bekanntlich eine Priesterschule besucht. Klosterschule. Und ja. Da gibt es sehr viele Dinge, die von, er war nie in der Lage, die ganzen Argumentationen zu machen, aber die Idee, dass man hierarchisch von unten bis zur Kominternschule oder sowjetischen Parteihochschule die Ideologie hierarchisch aufbauen muss, von einer Stufe zur anderen. Das ist die Idee Stalins gewesen. Und auch die Idee wissenschaftliche Weltanschauung. Bei Lenin, der gab ja noch häufig Dinge zu, dass er selbst Fehler gemacht hat, Trotzki hat Fehler gemacht, Sinowjew, Kamenev, Bukharin, alle haben Fehler gemacht, er selbst auch. Und das Stalin kam hinzu, die Unfehlbarkeit. Die Partei ist unfehlbar. Der Marxismus-Leninismus ist unfehlbar. Zugegeben, mal ein paar örtliche Funktionäre können Fehler machen in der Verwirklichung. Aber die Unfehlbarkeitsidee, diese hierarchische Sache, das ist durch Stalin entstanden. Es ist eine Art rote Kirche und da fällt mir doch ein, dass die russische Tradition von Byzanz kommt. Und in Byzanz gab es einen übrigens anonymen Mönch, der geschrieben hat ein berühmtes Werk, Dionysios Areopagita, die Ordnung der Engel, die Hierarchie der Engel. Das war eine ganz spekulative Theologie, die ein System der Engel-Hierarchien geschaffen hat. Das ist eigentlich durch Stalin simplifiziert übertragen auf diese Ordnung, die verschiedenen Ebenen. Ja. Die man hinaufsteigen muss. Würde ich durchaus, Herr Dr. Kraus, zustimmen. Die Tatsache, dass der Marxismus in veränderter Form zuerst in Russland gesiegt hat, führte dazu, dass russische und byzantinische Traditionen den Marxismus immer mehr und mehr deformierten und zu dem führten, was wir vorhin gesagt haben. Wenn unter Leitung von Liebknecht und Luxemburg die Revolution zuerst in Deutschland oder in Westeuropa irgendwo gesiegt hätte, wären vielleicht auch viele Fehler und Rückschläge passiert. Aber ich glaube kaum, diese entsetzliche totalitäre Despotie, wie sie eben in der Sowjetunion entstanden ist.
Ja, im Westen hat ja doch der viel geschmähte Kapitalismus viel von den sozialen Gedanken, die von Marx stammen, akzeptiert oder realisiert, nicht? Krankenkasse und so weiter. Das war durch den Dialog mit den Gewerkschaften, ist das ja geschehen, was wir heute als soziale Marktwirtschaft bezeichnen. Nun, die Katastrophe liegt ja darin, dass diese Staaten des angeblich real existierenden Sozialismus, der gerade dort nie existiert hat, auf so entsetzliche Weise zusammengebrochen sind. Das habe ich mir, obwohl ich weiß Gott kein Freund des Kommunismus je war, nie gedacht, dass solche tönerne Kolosse sind. Es ist natürlich heute leicht zu sagen, man hat es gewusst, aber ich kann es beweisen, dass ich zu den ganz wenigen Menschen der westlichen Welt gehört habe, der immer wieder seit den 60er Jahren darauf hingewiesen hat, überschätzt nicht den scheinbar monolithischen Charakter, die scheinbare Stabilität, denkt nicht nur immer an die Führer, an Schiwkow und Honecker und Brezhnev und Gerek und Husak, denkt daran, wie viel Gegenkräfte es gibt, wie viel Widersprüche, wie viel Gegensätze. Und es wird die Zeit kommen, wo riesige Reformen, vielleicht auch Revolutionen in diesen Ländern ausbrechen. Und 1975 habe ich mein Buch geschrieben, am Vorabend einer neuen Revolution, die Zukunft des Sowjetkommunismus. Und die verschiedenen Möglichkeiten, Varianten zukünftiger Entwicklung. Und das war damals höchst unpopulär. Damals war die Idee Stabilität, worunter man die Aufrechterhaltung von Diktaturen verstand, und Entspannung im Sinne von Verhandlungen zwischen westlich-demokratischen Führern und östlichen Diktatoren. Das Wort Diktatur durfte man kaum noch benutzen. Da war man schon ein halber kalter Krieger. Und während ich immer gewarnt habe, überschätzt die nicht, da kommen völlig neue Kräfte und große Reformen. Und ich habe sie immer wieder erwartet. Sie kamen leider sehr spät, aber ich habe sie immer wieder und wieder vorausgesagt. Nun, da sie eingetroffen sind, kann ich nur eins sagen, was ich nicht vorausgesagt habe. Ich habe nicht gewusst, dass das so schnell geht. Also Ungarn und Polen hat das ja nur längere Zeit gedauert. Aber dass in wenigen Wochen in der DDR, in der Tschechoslowakei, in Bulgarien das einfach so hinwegfegt, die Schnelligkeit kam für mich überraschend, die Reformierung des Systems nicht. Die Beschleunigung war ja, oder ist ja noch geradezu atemberaubend. Sie haben das, was Sie eben ausgedrückt haben, in dem Nachwort zu dem Buch Die Revolution entlässt ihre Kinder, mit dem sie ja hier im Westen zuerst aufgetreten sind und das inzwischen 600.000 Auflage allein in deutscher Sprache hat, wie Sie mir gesagt haben, und in 20 Sprachen übersetzt wurde. Das ist ein Welterfolg und hat sie ja berühmt gemacht. In diesem Nachwort haben Sie das ja geschrieben, das 1980 erschienen ist. Also das ist wahrlich dokumentiert, dass Sie immer wieder gewarnt haben, mit den offiziellen Funktionären die Pakte zu schließen und lieber zu warten. Denn da kommt etwas, da geschieht noch etwas. Entspannung zwischen Führern wird nie zu einer wirklichen Entspannung von Ost und West führen. Eine wirkliche Entspannung wird es nur geben durch große Reformen. Menschenrechte, demokratische Freiheiten und Rechtsstaatlichkeit, wenn diese Reformen einmal kommen, dann und nur dann wird es auch zu einer Entspannung kommen. Entspannung und Menschenrechte sind nicht zwei Dinge, die gegeneinander sind, wie viele Leute damals glaubten, sondern untrennbar miteinander verbunden. Nun, Herr Professor Leonhard, Sie haben ja Ihre Jugend verbracht und einen Großteil Ihrer frühen Erwachsenenzeit als Funktionär, als Spitzenfunktionär, erst in der Sowjetunion, dann in der DDR, also Ostdeutschland, das hieß damals noch gar nicht DDR. Sie kennen die Menschen dort und Sie können sich hineinversetzen in ihr Wesen, auch in der Zeit bis heute. Nun, die Sowjetunion war 70 Jahre oder ist 70 Jahre kommunistisch, das ist ja eigentlich heute noch. Die DDR war es 57 Jahre, nicht kommunistisch, erst die Nazizeit, also Diktatur, dann direkt nahtlos anschließend der Kommunismus.
Ist nicht dort ein Menschentyp herangewachsen, eine menschliche Psychologie geformt worden, die es jetzt unendlich schwer haben wird, in dieser neuen technologischen Welt tatsächlich den Problemen gewachsen zu sein? Herr Dr. Kraus, darf ich hier im ORF doch mal widersprechen? Ich glaube, wir sehen das vielleicht doch zu pessimistisch. Wenn ich überhaupt etwas in meinem Leben gelernt habe, dann das Streben nach demokratischen Freiheiten, rechtsstaatlicher Sicherung, Toleranz und künstlerischer, kultureller Freiheit, das ist nicht auf Westeuropa begrenzt. Das ist universal. Und ich glaube auch, dass die Menschen durchaus fähig sind. Als zum ersten Mal mehr Kandidatenwahlen in der Sowjetunion angekündigt wurden und am 26. März 1989 zum ersten Mal mehr Kandidatenwahlen stattfanden, in meinen Vorträgen immer: Na, können denn die Sowjetbürger das? Die haben doch niemals eine demokratische Tradition gehabt. Ich habe gesagt, ich bin der Meinung, sie werden es können. Und dann kam der 26. März 1989 und die Menschen haben sehr klug gewählt. Sie haben überall, wo es mehr Kandidaten gab, entweder Gorbatschow-Anhänger gewählt oder Leute von der interregionalen Gruppe, das heißt Leute, die noch konsequenter waren. Sie bis zum letzten Dorf in Sibirien verstehen die Menschen schon. Politisch verstehen sie durchaus, worauf es ankommt. Und heute sehen wir das nicht nur, wie zu erwarten, in der Tschechoslowakei, wo es ja schon einen Prager Frühling gab. Wir sehen es in der DDR, obwohl es dort auch seit fünf ewigen Zeiten keine freien Wahlen mehr gab, seit der Weimarer Republik. Wir sehen es in Bulgarien. Also ich würde optimistischer sein. Ich bin fest davon überzeugt, die Bevölkerung der Sowjetunion und der osteuropäischen Länder ist fähig und willens zu einem demokratischen Umbruch der Gesellschaft. Das Einzige, woran es vielleicht schwer sein wird, ist Selbstinitiative in der Wirtschaft. Da kann es Probleme geben, nicht so sehr in Ungarn, Polen und DDR. Ich glaube, da wird das möglich sein. In den baltischen Staaten, in Teilen Jugoslawien, Slowenien, Kroatien werden sie das können. Aber in größeren Teilen der Sowjetunion und in einigen anderen Bereichen des Osteuropas wird das wirtschaftliche, eigene wirtschaftliche Initiative und Aktivität zu entfalten, das wird schwer. Das politisch-kulturelle nicht. Das sind die Menschen in der Lage, vielleicht sogar manchmal besser als wir, die politischen Probleme zu verstehen, aber die wirtschaftliche Problematik wird die schwierigste sein. Ja, Herr Leonhard, ich bin fast ein Anwärter des Pessimismus heute, obwohl ich genau das Gegenteil bin. Ja. Ich bin Optimist, aber ich will Ihnen diese Frage stellen, weil ich gerne den Optimismus durch Sie bestätigt sehen will. Sie argumentieren vom Überbau aus. Nicht? Denn die Intellektuellen, die ja die Revolution gemacht haben, bitte sehr, nicht wahr? Auch Gorbatschow rechnet nicht zu den Intellektuellen, den Freund von Aimatow und Rasputin und so weiter. Die Revolution kommt ja von oben und wenn Gorbatschow nicht grünes Licht gegeben hätte, dann wäre Honecker wahrscheinlich heute noch an seiner Stelle und in der Tschechoslowakei noch das alte Regime. Also da, jawohl, stimme ich ganz mit Ihnen überein, aber die Weite eines Landes, das 300 Millionen Einwohner zählt, wie die Sowjetunion, das nie eine demokratische Tradition hatte, das vom Zarismus in den Kommunismus und dort 70 Jahre verharrt ist, bitte, da fürchte ich einfach, dass die Probleme der Wirtschaft nicht mehr gelöst werden können, dass die Initiativen zur Arbeit, der selbstständigen Entscheidung, des Verantwortung übernehmens
noch nicht herausgebildet sind oder zu wenig herausgebildet sind. Das hat nichts, ich will es nicht um Gottes Willen mit westlicher Überheblichkeit das gesagt haben, sondern nur mit großer Sorge. Und ich frage Sie, weil Sie die Psychologie auch dieses Landes, Sie haben in Sibirien gelebt, Sie wissen, wie die Russen des Volk sind. Glauben Sie, dass da eine Möglichkeit besteht, und zwar nicht in den Langzeiträumen, die Sie in der Kommentarschule besprochen haben, sondern in der kurzen Lebenszeit eines Menschen, der jetzt sagt, ich habe keine Zeit mehr, ich will auch genug zu essen, zu heizen und vielleicht auch das Leben ein bisschen schön machen zu können. Diese Zeit will ich haben. Mhm. Ich glaube, dass die Menschen doch nicht ganz so schnell Erfolge erhoffen und auch Erfolge wünschen. Ich glaube, Sie haben schon Verständnis, dass das länger dauert. Aber ich möchte doch widersprechen, Gorbatschow und ein paar seiner Ratgeber haben die Reformen von oben begonnen. In den ersten 2 Jahren war das Reform von oben oder, wie er selbst sagte, Revolution von oben. Das ist längst vorbei. Die Wahlversammlungen überall sind unglaublich aktiv. Wer hätte denn geglaubt, sowjetische Funktionäre in der dritten Generation, die immer nur ablesen mussten, den Quatsch von oben, jetzt auf den Sitzungen des Kongresses der Volksdeputierten, auf den Sitzungen des obersten Sowjets, da wird mehr, interessanter, spannender und manchmal auch sehr sachgerecht diskutiert als manchmal in manchen westlichen Parlamenten. Und die Zeit ist doch längst vorbei. Wir haben Streiks gehabt im Sommer 89 mit Hunderttausenden von Arbeitern, zum Teil mit wirtschaftlichen Forderungen, ein Handtuch und ein Stück Seife pro Woche, aber sehr viele Forderungen waren politisch. Und wir haben ja vor kurzem jetzt die 200.000 Demonstrationen in Moskau gehabt für die Einführung eines Mehrparteiensystems gegen den Monopolanspruch. Und in sibirischen Städten demonstrieren nicht selten Zehntausende von Menschen und lösen die alten Funktionäre einfach ab. Es sind unabhängige Gewerkschaften entstanden, die heute einfach gleichberechtigt existieren. Große Volksfronten. Also ich würde das doch optimistischer sehen. Und ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass nicht so schnell wie in mittel- und osteuropäischen Ländern, aber auch in der Sowjetunion, eine Wirtschaftsreform größten Stils durchkommt. Es wird dort schwer sein. Sehr viele Gegenkräfte geben, aber ich sehe auch in der Sowjetunion bei allen möglichen Gefahren und Rückschlägen, die ich nicht leugnen möchte, ich glaube, der Reformprozess ist so weit, dass man ihn nicht mehr total rückgängig machen kann. Sie sprechen für mich sehr kompetent, weil Sie dort gelebt haben. Sie kennen die Menschen, wir sehen das aus der Distanz und machen uns unsere Gedanken. Sie wissen, wovon Sie reden und haben das mit Augen gesehen in einer Zeit, wo noch nichts verhüllt war. Aber macht Ihnen der Nationalismus nicht Sorgen zum Beispiel? Es kommt ja vieles auf, sehr viel Positives, aber eben auch sehr Negatives, der Antisemitismus. Es ist für mich erschreckend. Ich habe viele russische Freunde, die mir erzählen, an deren Leben ich auch teilnehme. Das klingt für mich sehr oft furchtbar und die haben auch tiefe Sorgen und fürchten ein Chaos, das auf uns zukommt, weil die Menschen ratlos sind und enttäuscht von der Perestroika. Ich sammle jetzt alle Argumente der Sorge, weil ich Ihren Widerspruch möchte. Ich bin oft sehr, sehr bedrückt, wenn ich mit diesen Freunden spreche, nicht? Weil ich sage, wir sind hier doch optimistisch. Wir glauben so sehr, dass jetzt dieser erfreuliche Aufbruch stattfinden wird. Und die Leute dort aus Leningrad, ich sage, wir haben Angst vor dem Hunger, dass es einfach nichts mehr geben wird. Wir haben Lebensmittel gehabt und auf die kriegen wir nicht alles. Da müssen wir stundenlang suchen, bis wir etwas bekommen und dann stehen wir 2 Stunden an. Das war ja unter Brezhnev nicht. Das sagt das Volk, die Intellektuellen sagen, aber wir haben viel mehr Freiheit. Wir können reisen und wir können jetzt im Fernsehen alles hören, die Wahrheit hören und wir sind entsetzt und so weiter. Aber das sind vielleicht 20 Millionen von diesen 300, die das abwägen können. Nun, Herr Dr. Krause, ich bin jetzt, fahre auch regelmäßig in die Sowjetunion und spreche
Russisch, spreche mit sehr vielen hier. Selbstverständlich gibt es Sorgen. Sorgen, dass die Lebensmittelversorgung auf dem tiefsten Punkt seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Die frühere Angst und der Zwang ist weg. Die neuen Antriebe, materielle Interessiertheit, Selbstverwirklichung im wirtschaftlichen Bereich sind noch nicht da. Und das ist eine unglaublich schwere Krisensituation. Ich bin auch unglaublich besorgt über den Nationalismus. Weniger über den Nationalismus in den baltischen Ländern, weil der ist ja verknüpft mit einer demokratischen Erneuerung. Und in den baltischen Ländern hat es keinen Toten, nicht einmal einen Verwundeten gegeben. Das ist eine friedliche nationale Verselbstständigung und demokratische Entwicklung. Aber besorgt bin ich über die Entwicklung im Kaukasus, in Zentralasien und vor allem über die sehr starke russisch-nationalistische Bewegung, die Pamiat-Bewegung. Da bin ich sehr besorgt, aber das ist der Preis und das Risiko einer Demokratie, dass nach all dieser Entwicklung, wenn nun endlich Freiheit da ist, kommen nicht nur positive demokratische Tendenzen, liberale Tendenzen, fortschrittlich-christliche Tendenzen, sondern eben auch sehr schlimme rechtsnationalistisch extreme Auffassungen. Und das war vorauszusehen. Die UdSSR, das war von außen aufgestülpt und mit Terror untermauert. In dem Moment, wo das nicht mehr da ist, kommen diese Dinge zum Ausdruck. Auch das habe ich vorausgesehen. Ich habe noch unter Brezhnev Dämmerung im Kreml geschrieben und gesagt, das ist die Achillesferse, die Nationalitätenpolitik, die Nationalitätenfrage. Das wird also den ganzen Reformprozess sehr hemmen, zusätzliche Schwierigkeiten bereiten, aber ihn nicht aufhalten. Denn sehr bald werden die Menschen erkennen, dass es möglich ist, eine Union in eine lockere, elastische Föderation zu verwandeln, dass die Leute dann ihre Hymnen wieder singen können, ihre Fahnen, ihre nationalen Traditionen zum Ausdruck bringen können, dass sie das Recht haben, über Wirtschaft, Landwirtschaft, Sozialpolitik, Bildung selbst zu bestimmen, aber ganz bestimmte, begrenzte Fragen gemeinsam lösen. Ich sehe das als eine schwierige Übergangsphase an, aber ich sehe voraus, es wird eine lockere, elastische Föderation geben, die organisch wächst und an die Stelle der von oben aufgezwungenen Union treten wird. Vor nicht allzu langer Zeit saß auf diesem Sessel Otar Šík, der Wirtschaftswissenschaftler aus der Tschechoslowakei, der jetzt in St. Gallen lebt, aber auch schon immer wieder in Prag seinen Rat gibt. Und der war nun sehr skeptisch, was die wirtschaftliche Erneuerung dieser Staaten betrifft, weil er eben in vielen Beispielen genannt hat, wie verdreht die Reaktion auch der Menschen ist, die nun gewohnt sind, sogar in der Tschechoslowakei seit dort nur 40 Jahren, nur unter Anführungszeichen, in einem Versorgungsstaat zu leben, wo es keine Arbeitslosigkeit gibt, nur eine künstliche Vollbeschäftigung. Und dass es ungemein schwer sein wird, das zu verändern. Sind Sie auch da so optimistisch? Sie sagen, das Materielle funktioniert noch nicht, ja, weil eben das Vertrauen der Menschen nicht da ist, dass man für seine Arbeit auch etwas bekommt. Die verdienen zwar, aber für das Geld bekommen sie nichts. Also es fehlt einfach dieser Mechanismus, der bei uns ganz selbstverständlich ist. Wenn man mehr arbeitet und mehr verdient, kann man auch mehr haben davon. Die verdienen jetzt unter Umständen mehr in einer privatwirtschaftlich aufgezogenen Genossenschaft, aber mit dem Geld können sie nichts anfangen. Das ist das Schreckliche. Ich bin mit Dr. Otar Šík befreundet und halte ihn für einen der allerbesten Sachkenner. Ich glaube, wir würden, wenn wir zusammensitzen würden, hier nicht so unterschiedlich argumentieren. Es ist die Frage mit dem halben Glas, ist es halb voll oder halb leer? Selbstverständlich würde ich sagen, dass es in diesem Jahrhundert kein schwierigeres Problem gibt und kein wichtigeres
als die Verwandlung einer bürokratischen, stalinistischen Diktatur in eine moderne, freiheitliche Gesellschaft. Das ist unglaublich schwierig. Aber ich würde sagen, dass die Entwicklungen der letzten 5 Jahre in der Sowjetunion und der letzten Jahre in Polen und Ungarn und der letzten Monate in DDR und Tschechoslowakei eben doch zu sehr vielen Hoffnungen berechtigt. Und es wird eine sehr schwere Übergangsphase sein, aber ich würde heute die Prognose wagen, sie wird gelingen. Allerdings, gewisse Rückschläge sind nicht auszuschließen. Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich freue mich, ich sage ähnliche Worte, aber werde leider von meinen Freunden, die eben aus diesen Ländern kommen, sehr gedämpft in meinem Optimismus. Weil der Erwartungshorizont sehr groß ist. Wer in einer Diktatur lebt und gewirkt hat und unterdrückt wurde und all das erlebt hat, in dem Moment, wo sie eben nicht mehr da ist, wo es plötzlich Versammlungsfreiheit gibt, Pressefreiheit, Redefreiheit, Organisationsfreiheit, Glaubensfreiheit, da kommt dann die Erwartung, ja, jetzt muss alles sofort anders werden. Das ist ja nicht nur auf Mittel- und Osteuropa beschränkt. Ich habe ja sehr genau auch Spanien erlebt. Das Franco-Regime und als der nicht mehr da war und plötzlich die Demokratie, war zuerst eine euphorische Stimmung, bis dann Spanier merkten, dass das nicht automatisch eine Angleichung an den ökonomisch-sozialen Standard entwickelter westeuropäischer Länder beinhaltet. Und da tritt dann eine Enttäuschung ein. Diese Enttäuschung gibt es heute schon bei vielen in der Sowjetunion und beginnt sich auch zu artikulieren in der Tschechoslowakei, DDR, Bulgarien, Polen vor allem, wo man dann also hofft, jetzt muss doch nicht. Aber das ist ein Problem. Nur bitte, das möchte ich schon erwähnen, dass bei in Francos Spanien die Wirtschaft ja nicht so da niedergelegen ist. Die war ja nie verstaatlicht, die war ja immer privat und war natürlich leistungsfähig. Also viel leistungsfähiger als die grässliche Staatswirtschaft in den Oststaaten. Franco-Spanien ist ein Vergleich, aber nicht dasselbe. Ja. Bei Franco-Spanien spielt eben auch eine Rolle der hohe Erwartungshorizont mit beginnenden Enttäuschungen und die Verknüpfung der Demokratisierung mit Nationalitätenproblemen, Basken, Katalanen, Andalusier und so. Aber dasselbe ist eben in riesig vergrößertem Maße jetzt in der Sowjetunion und den Ländern Mittel- und Osteuropas. Nun, Herr Professor Leonhard, der Westen steht da, beobachtet das und ist erfreut, besorgt, ratlos und überlegt, was getan werden soll. Es wird sehr kompetent überlegt und es wird ja auch getan. Aber was meinen Sie, sollte denn im Ganzen geschehen, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch psychologisch, wie soll sich der westliche Staatsmann verhalten? Wie soll sich die kulturellen Persönlichkeiten verhalten? Haben Sie da irgendwelche... Ich freue mich sehr, Dr. Kraus, dass Sie endlich einmal diese Beziehungen nicht nur auf die Wirtschaft begrenzen. Ja. Wenn man heute in der Bundesrepublik Deutschland lebt, aber auch in anderen westeuropäischen Ländern, so wird das reduziert auf eine Finanzfrage. Ich bin der Letzte, der also die wirtschaftlichen, finanziellen Aspekte unterschätze. Aber es ist was ganz anderes nötig. Was mir vorschwebt, ist, ohne große staatliche Dinge, direkte Kontakte auszubauen. Von Universität Österreich, Schweiz, Bundesrepublik Deutschland und anderen zu entsprechenden Universitäten, Tschechoslowakei, Ungarn, Polen, DDR, Bulgarien und so weiter. Industrie- und Handelskammern mit den Managern in der Frage der menschlichen Ausbildung, des Erfahrungsaustausches, Städtepartnerschaften. Früher war das ein Quatsch, als das noch Diktaturen waren. Jetzt von Stadt zu Stadt, Jugendorganisationen, von Jugend zu Jugend, also die unterschiedlichsten künstlerische Vereinigungen, Schriftstellervereinigungen, Gewerkschaften, Unternehmerverbände mit den jeweiligen Managern von drüben, direkte Kontakte, verknüpft mit Besuchsreisen,
nicht immer Ausreisen, sondern Besuchsreisen, und zwar nicht allgemein, dass da 100.000 Leute plötzlich nach Wien oder nach West-Berlin kommen, das nicht, sondern gezielt die Kollegen von Mittel- und Osteuropa und von der Sowjetunion 2-3 Wochen hier einladen und über alles offen sprechen, dann dorthin fahren. Also ich möchte das nicht auf der sogenannten hohen politischen Ebene. Ich bin mir die Bedeutung von KSZE, weiß Gott, bewusst, aber das allein nicht, sondern direkte Kontakte mit Tschechen, Slowaken, Ungarn, Polen, mit den baltischen Völkern, mit der Sowjetunion. Direkte Kontakte, und zwar nicht als Lehrer zu Schülern, sondern da kommen jetzt Menschen derselben Berufsgruppe, desselben Bildungsstandes zusammen, mit völlig unterschiedlichen Erfahrungen. Und die haben in unterschiedlichen Systemen gelebt, die gegenseitig das einmal aufarbeiten, vergleichen, auch durch persönliche Schilderungen, damit die Menschen in Österreich oder der Bundesrepublik mal genau wissen, wie, was macht denn ein Betriebsdirektor in der Ukraine, ein Kohlearbeiter in Worcuta, ein Wissenschaftler in Leningrad, und eben dasselbe Tschechoslowakei, DDR, Ungarn, Bulgarien. Und sich dann mal unterhalten und gegenseitig sich in die Probleme des anderen hineinzudenken. So stelle ich mir die Aufgabe westlicher Demokratien in diesem Reformprozess jetzt vor. Ich danke Ihnen schön. Haben Sie schon einmal ein österreichisches Telefonbuch angesehen, besonders ein Wiener? Wenn nicht, dann tun Sie es noch heute Abend, dann werden Sie sehen, wie viel tschechische, ungarische, vor allem diese jugoslawische, italienische Namen da drin stehen. Und ich kann Ihnen versichern, dass das Reisen dieser Verwandten zueinander schon begonnen hat. Nicht? Und ich kann auch nur sagen, auf nach Pressburg, nach Bröden, nach Budweis, nach Znaim, nach Prag, nicht wahr? Ja. Die Verwandten und auch unsere Nachbarn und unsere ehemaligen Landsleute letztlich, ja. Ja, in der Monarchie war das ja, hatten wir ja einen Pass, zu besuchen. Das geschieht auch. Vielleicht ist Österreich da ein Vorbild. In anderen Ländern Mittel- und Westeuropas geschieht das leider meiner Auffassung nach noch viel zu wenig. Da reden Regierungen über Geld und Kredite und das, aber die dringend notwendige Kontakte regelmäßig ähnlicher Berufsgruppen, ähnlicher Altersstrukturen, sich gegenseitig kennenlernen, Erfahrungen auszutauschen, das gibt es leider noch viel zu wenig. Ja, bei uns fährt man natürlich doch in Salzkammergut gut oder nach Bad Ischl. Aber ich bin eben dafür, dass man mal auch in die andere Richtung fährt. Auch dort kann man Skifahren nebenbei bemerkt, nicht in die Tatra oder so. Warum nicht das Karlsbad? Das war ja eigentlich, das waren ja Orte, die mit Wien in Korrespondenz standen. Man ist nach Karlsbad gefahren. Warum soll man es nicht wieder tun? Und halt ein paar Unbequemlichkeiten und kleine Ärgerlichkeiten in Kauf nehmen. Das wird einem sehr gedankt durch die Menschen, die froh sind, dass sie ihre früheren Nachbarn wiedersehen, die es wieder geworden sind. Aber Sie haben etwas anderes gesagt. Diese Staaten sind doch gerade in der Hinsicht sehr sensibel. Wenn Sie bedenken, dass in der Tschechoslowakei ein Schriftsteller, Václav Havel, Staatspräsident geworden ist, der sich mit Beratern umgeben hat, mit denen er sozusagen Stücke aufführen kann. Denn das ist ein Beleuchter und ein Theaterdirektor und ein Soziologe und noch andere aus künstlerischen, meist künstlerischen Bereichen. Übrigens, das möchte ich einflechten, dass Václav Havel im Jahr 1965 in Wien seine erste Auslandsreise nach Wien gemacht hat und hier gelesen hat, als ganz unbekannter Autor, dann den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur in Wien nicht mehr entgegennehmen konnte, weil da schon der 20. August vorbei war, aber es sind ja seine Stücke hier laufend aufgeführt worden. Also da gibt es eine sehr enge Verbindung mit vielen tschechischen und auch ungarischen Intellektuellen. Aber diese Staaten sind ja werden ja momentan von Intellektuellen regiert, die zum Großteil aus dem Kulturleben kommen. Masowiecki, der russische Kulturminister, ist ein Schauspieler. Am Sonntag kann man noch den Algernon Onegin spielen sehen, am Theater. Also es ist doch eine sehr starke Wirkung der kulturellen Intellektualität in diesen Ländern zu spüren. Und das sehe ich als sehr positiv an. Dass auch gerade in der Sowjetunion, wo ja Schriftsteller und Dichter als moralische
Vorbildfiguren eine sehr viel größere Rolle spielen als etwa Schriftsteller und Dichter in manchen westeuropäischen Ländern oder in den USA, dass diese heute aktiv im obersten Sowjet sind, im Kongress der Volksdeputierten, in den großen Diskussionen, Historiker, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler, Redakteure, Schriftsteller, Dichter, Theaterregisseure spielen eine riesig große Rolle und das halte ich für sehr positiv. Das ist doch etwas, was wir von diesen Menschen lernen könnten. Genau das sage ich ja auch, dass es eben um einen Erfahrungsaustausch handeln sollte. Diese Völker beginnen ihre Demokratie. Man kann immer wieder feststellen, dass sie also von Geschäftsordnung keine Ahnung haben, wie im Parlament Fragen zu stellen sind, was sie große Anfragen, kleine Anfragen. Also das können sie von uns lernen und sollten von uns, weil wir das schon etwas länger tun. Andererseits aber würde ich davor warnen, dass sie jetzt unsere Ordnung bis zum Letzten kopieren sollen, sondern im Gegenteil, die Grundziele, demokratische Rechte, Menschenrechte, demokratische Freiheiten, Rechtsstaatlichkeit, humane Rechtsprechung, Toleranz, Achtung von Minderheiten, die sind identisch. Die Formen, in denen die verwirklicht werden, wie welche Kammern, wie das Parlament aussehen soll, Wahlmodus, welche Parteien dann entstehen und wirksam werden, da würde ich wünschen, dass diese Länder vielleicht neue, eigenständige Aspekte in den gesamtdemokratischen Prozess einbringen. Und einige der Dinge sehen wir ja schon heute. Etwa, dass in den westeuropäischen Parlamenten sind ja Beamte und Wirtschaftsleute, zum Teil noch Lehrer, so die wichtigsten. Dort Dichter, Schriftsteller, Künstler, Redakteure, Wissenschaftler, Sacharow. Das halte ich für einen interessanten, positiven Zug. Das könnte man übernehmen, nicht? Ja. Es ist vollkommen falsch, so meine ich, dass wir den Hochmut oft uns sehr leicht verzeihen und meinen, dass wir nur zu geben hätten. Das ist ja, weiß Gott, nicht wahr. Das ist eine enorme Kultur von Byzanz bis heute, von der wir selbst sehr viel profitieren können. Das ist ein Reichtum an Tiefe, an Ernst, an existenzieller Erfahrung, den wir gar nicht haben und den wir übernehmen können. Und vor allem das Leben und der Kampf gegen eine Diktatur. Manche unserer Länder wurden ja durch praktisch nett durch Alliierte oder manchmal eben, weniger nett durch alliierte Truppen einfach das Glück dahin gehabt, geführt. Diese haben sich selbst befreit, haben die Leiden und Entbehrungen, Erfahrungen von Diktaturen, haben sich während der ganzen Zeit oft Gedanken gemacht, geheime Manuskripte von Reformbewegungen, wie das in Zukunft aussehen soll. Und ich hoffe, dass sie eigenständige Aspekte einmal hervorbringen werden, viel von uns lernen, weil wir ja nun zwei Generationen demokratische Erfahrung hinter uns haben, aber eben eigenständige Dinge und vielleicht, das wäre mein größter Wunsch, dass etwa dann mal Parlamentsdelegationen eines österreichischen Parlaments, eines deutschen Bundestages einmal dorthin fahren, zum obersten Sowjet, vielleicht in 5, 8 Jahren oder so nach Litauen oder vielleicht mal Polen, Ungarn, vielleicht Tschechoslowakei, plötzlich neue Dinge dort entdecken, die unseren Demokratiebegriff dann bereichern. Ach, ich bin ganz überzeugt, dass die Tatsache einer moralischen Instanz, wie es Václav Havel zum Beispiel ist, auf den Westen große Wirkung ausüben wird. Dass der Präsident nicht sein muss ein perfekter Bürokrat oder ein Praktiker, sondern ein Mann, der integer ist und mit Charakter die allerschwierigsten Situationen beherrscht. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Nun, lieber Herr Leonhard, wir haben das ehrt Sie ja wenig von Ihnen und viel von der Welt heute gesprochen, aber Sie waren ja nach der Kominternschule dann in Oxford und haben also wieder den Westen von ganz anderer Seite gesehen. Wie sieht denn die Welt so aus, wenn Sie jetzt nach Oxford wieder zurückdenken und
das ist doch noch unendlich weit entfernt von all dem, was wir hier besprochen haben. Ja, in meinem Leben verkörpern sich ja nun ganz große Extreme. 1942 bis 1943 Kominternschule. Eine geheime Schule, 60 Kilometer nördlich von Ufa in Baschkirien. Total abgelegen. Wir durften das Schulgebäude nicht verlassen. Jeder hatte einen Parteinamen. Ich hieß damals Linden. Wir durften niemals unseren richtigen Namen sagen, niemals etwas erzählen. Alles war konspirativ. Offiziell hieß das Landwirtschaftliche Fachschule 101. Und da wurde man dann ausgebildet für den zukünftigen Kampf. Mit allem. Mit Brückensprengen, bisschen Partisanenkampf, illegal Flugblätter herstellen für die Nachkriegszeit. Das war ja also 42, 43. Wie wird dann in Deutschland nach dem Krieg alles dann einmal sein? Wie wird man nationale Fronten, Volksfronten bilden? Alles wurde ja geplant. Alles mit der Idee, der Marxismus, Leninismus, die einzige wissenschaftliche Weltanschauung. Und nun kommt es darauf an, das in der Praxis zu verwirklichen. Und das war 42, 43. Dann 49 die Flucht nach Jugoslawien, 50 im Westen und 56 bis 58 nun die Universität Oxford. Da kommt man hin, legere Atmosphäre, alles wird in Zweifel gestellt, kritisch durchleuchtet. Statt dem Anspruch, die Welt zu erkennen und zu verändern, die Erkenntnis, dass man vielleicht einen kleinen Mosaikstein in der einen oder anderen Richtung legen kann. Bescheidenheit, Oxford Understatement, sogar das Wort Forschung war verpönt. Wenn man 3 Jahre geforscht hat, dann sagte man, ich habe 1 oder 2 Bücher darüber gelesen, aber auch das habe ich vergessen. Das tolerante, kritische Denken. Es war für mich schon nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Atmosphäre. Etwas Unglaubliches in einem Leben, die beiden extremsten Ausbildungsstätten durchschritten zu haben. Und das hat mich dann natürlich immer wieder zum Denken gebracht. Und auch dazu, dass ich zwar immer im Westen lebe, seit Ende 1950, nun schon 39, fast 40 Jahre, aber meine Gedanken immer in den Reformen, zukünftigen Reformen des Ostens hatte, weil das war nun für mich das Entscheidende, aber eben auch geprägt durch die vielen Dinge, erst 2 Jahre Oxford, 1 Jahr Columbia University und dann 21 Jahre, immer die erste Hälfte des Jahres als Professor in der Historischen Fakultät der Yale-Universität mit Vorlesungen und Seminaren über die Geschichte der Sowjetunion und die Geschichte der kommunistischen Weltbewegung. Man lebte also im Westen, hat alles noch einmal durchdacht, was man in seiner kommunistischen Jugend aufgenommen hat und geglaubt hat, alles neu durchdacht, um dann mit diesen Erfahrungen die Entwicklungen im Osten zu analysieren und auf Reformen zu hoffen, die nun endlich da sind. Was hat den eigentlichen Anstoß gegeben, dass Sie Ost-Berlin verlassen haben oder Berlin verlassen haben und nach Jugoslawien? Ja, wissen Sie, das akkumuliert sich. Meine erste Kritik war ja schon während der großen Säuberung 1936 bis 1938, dachte ich, diese 7 Millionen Verhaftete, die Mehrheit, auch meine Mutter wurde ja damals verhaftet, 9 Jahre Workuta, das ehrliche Sowjetbürger, vorwiegend kommunistische Parteimitglieder, einfach so über Nacht alle verhaftet, da muss doch irgendetwas nicht stimmen. Der Hitler-Stalin-Pakt plötzlich in der Sowjetunion, ja nicht nur ein Nicht-Angriffspakt, sondern eben auch ein Freundschaftsvertrag, 4 Wochen später. All das und dann die Privilegien, die Russifizierung, die Selbstkritik, diese Wachsamkeitskampagnen, da ist irgendetwas, da stimmt etwas nicht. Und dann immer die Hoffnung, vielleicht wird es einmal eine kommunistische Partei geben, die den Teufelskreis des Stalinismus durchbricht und einen anderen Weg geht. Also Jugoslawien, und nicht? Dann kam Tito. Im Sommer 1948
der Bruch der jugoslawischen Kommunisten mit Moskau. Ich war damals Lehrer an der SED-Parteihochschule Karl Marx und heimlich auf der Seite der verfemten und angegriffenen Jugoslawen. Hab versucht, die Materialien zu verteilen. Das ging auch am Anfang und im März 49 flog das auf. Jemand hatte mich verraten. Und dann die Flucht. So wie die späteren Flüchtlinge über die Tschechoslowakei heimlich, Tschechen haben mir bei der Flucht geholfen, und bis nach Jugoslawien, um dann zum ersten Mal eine Alternative zum Stalinismus zu erleben. Naja, die, die bricht auch jetzt zusammen, wirtschaftlich zusammen. Ja, die Alternative, die erste Alternative der Jugoslawen nach 48 ist und bleibt ein historisches Verdienst. Dass nachher dieser erste Reformversuch, und ich bin dafür als Historiker, dass der große Prager Frühling, dass auch die Tschechen und Slowaken dran denken, ist der allererste, war ja schließlich in Jugoslawien. Und da wurden natürlich unglaubliche Fehler gemacht, aber die Tragik der jugoslawischen Reform war, dass dann plötzlich sie von Tito abgebrochen wurde. Das ist nichts Schlimmeres als eine abgebrochene Reform und plötzlich wieder Zentralismus, Bürokratie. Es ist eine große Tragik, dass gerade das Land, das den ersten Versuch gemacht hatte, gescheitert ist. Und man kann nur hoffen, dass jetzt, allerdings schon sehr spät, vielleicht in Jugoslawien doch noch eine neue Entwicklung beginnen wird. Es ist natürlich die Gleichzeitigkeit all dieser Bewegungen hat etwas Schwindelerregendes für den Beobachter hier. Und wenn er auch noch mehr als beobachtet, dann wird es umso beängstigender, aber auch natürlich erfreulicher. Und ich stimme Ihrem Optimismus durchaus zu. Ich glaube, wir müssen hoffen, solange Spiro Spero. Ich meine, ja. Wir hoffen, solange wir atmen, und wir atmen tief ein momentan. Ja. Herr Leonhard, Sie haben in solchen Extremen gelebt und ich möchte sagen, authentisch gelebt für Ihren Beruf als Historiker, so viel von der Geschichte selbst erlebt. Was würden Sie als Ihre wichtigste Lebenserkenntnis bezeichnen? Gibt es so eine Art, eine Summe, die Sie in ein paar Sätzen sagen können? Ja. Wenigstens die Richtung andeuten können, ja, in der Sie diese Summe finden. Die wichtigste Lebenserkenntnis ist, Diktaturen haben keine Chance in unserer Zeit. Keine Chance. Und das Schönste ist ja in den letzten 20 Jahren der Zusammenbruch einer Diktatur nach der anderen. 1974 die Obristendiktatur in Griechenland, kurz darauf die Franco-Diktatur in Spanien, dann die Diktatur in Portugal, dann in den Philippinen, der Zusammenbruch der Diktatur in Südkorea. Und jetzt eben der Zusammenbruch der bürokratischen, sogenannten sozialistischen Diktaturen in Mittel- und Osteuropa und der Sowjetunion, vor unseren Augen Südafrika. Also der Zusammenbruch der Diktaturen. Diktaturen haben keine Chance. Demokratische Rechte und Freiheiten, Trennung der Gewalten, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Minderheiten, Toleranz, humane Rechtsprechung, das sind Dinge für alle Völker der Welt. Und dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Und dieser Prozess ist ein Siegeszug der Demokratie, über den man sich eigentlich viel mehr freuen sollte, als das die Publizisten, Journalisten, Politiker der demokratischen Länder tun. Ein Siegeszug der Demokratie mit unendlichen Schwierigkeiten. Aber es zeigt, dass Diktaturen in unserer Zeit keine Chance mehr haben. Und der Siegeszug der Demokratie ist für jemanden, der unter Stalin in der Sowjetunion aufgewachsen ist, 4 Jahre Funktionär in der Sowjetzone war, etwas Erfreuendes, Befreiendes. Etwas, was eigentlich die Verwirklichung meiner Lebenshoffnung
darstellt und die gleichzeitige Entwicklung, gerade in den Ländern, die ich nun selbst erlebt habe, und der Wunsch, dass neue eigenständige Formen gefunden werden, die ihren eigenen Erfahrungen entsprechen, das ist vielleicht die wichtigste Schlussfolgerung, die wichtigste Freude. Persönlich darf ich hinzufügen, es ist für mich eine Freude, dass ich zu den wenigen gehöre, die noch zu Lebzeiten rehabilitiert worden sind. Revolution entlässt ihre Kinder, erscheint in Fortsetzungen der Sowjetunion und wird jetzt in Leipzig im Reklamverlag gesetzt und gedruckt, sodass ich wenigstens das noch selbst miterleben konnte. Das ist nicht nur ein Zeichen, das ist eine Realität. Und Herr Leonhard, wir sind mit unserer Zeit am Ende. Ich danke Ihnen sehr und wir verabschieden uns von unseren Zuschauern und Zuhörern. Und ich möchte nur das, was Sie sagen, eben noch unterstreichen. Wir sollten jeder Einzelne ein bisschen mehr reisen in diese Länder, die jetzt zur Demokratie streben, um zu zeigen, dass wir an ihrer Seite sind. Ich danke Ihnen, Herr Leonhard, ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Guten Abend.